Hallo. Hallo. Das war jetzt eine super Ansage. Blub, blub, Leute. Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Das ist eine ordentliche Ansage, ja? Du willst immer, dass wir was sagen. Wir haben Hallo. Was gesagt. Hallo. Ja, wir haben beim letzten Mal mit Jahan endlich geredet, nach vielen, vielen, vielen Monden. Und er hat uns gesagt, wir sollen Dämonen schlachten gehen, weil er uns sonst nicht vertraut, weil er doof ist. Niemand mag Jahan. Und deshalb gehen wir jetzt hier gucken, was bei diesem Altar ist, weil das kann ja nur gut werden. So. Stimmt, Unfug und ich lieben ihn. Ah, ist halt grauenvoll. Was ist da? Der Map? Ein magischer Hahn steht hier rum. Wo wir gerade bei Jahan waren. Geht was an dem Ding? Ich kann es gerne antatschen. Before you lies a primitive altar to the Sept, apparently constructed during a bygone era. Oh, du stirbst jetzt übrigens. Something about it appeals to you. Scherz. A faint heat emanating from the stones, perhaps. Du willst das mit dem Scherz noch ein bisschen herauszögern. Aha, ja, ja. Das du hättest deine Augen sehen so. Das Unfaire ist nämlich, Leute, die kennen das ja alles schon. Die sind so böse und spielen vor. Niederknien und beten, die Steinkonstruktion beobachten. Eine Hand auf die Oberfläche legen. Ich beobachte. The stones appear to be just that. Apart from a few faded red stains across the topmost slab, nothing unusual betrays itself. Ja, außer die roten Flecken. Ein Altar, die sieben, ne? Warum sind da die Schädel im Altar? Das ist. Grausame Götter. Ich lege eine Hand auf die Oberfläche. Okay, dann. As though someone had appeared and taken a seat upon the altar. A voice rises around you, its source unclear. Fractured whispers surround you. God woken. The word flutters against your ear. You are my champion. You cannot fail. A jolting sensation pierces your heart. As the shock fades, you realize you've absorbed a modicum of source, seemingly from the air around you. The whispers shuffle away and the air shifts. Whatever was here a moment ago is gone now. Toll, er hat mir Quellenenergie gegeben, die ich nicht brauche. Dankeschön. Genau, wir sollen den Advokaten töten. Noch. In der Klemme. Ja, du hast mich auch nur verarscht. Nein. Ach, wir müssen den Lehrling für Hanak in Sicherheit bringen. Als ich an einem Altar betete, erkannte ich eine mysteriöse, brüchige Stimme als... erkannte mich eine mysteriöse, brüchige Stimme als Gott erweckt war. Okay. Das Schöne ist, das ewige Versprechen und die Überschrift ist, was ist die Vereinbarung? Nun. Ich habe was versprochen, aber keine Ahnung was. Okay, scheiße. Okay, hat sich das auch erledigt mit dem Altar? Schade. Ich dachte, es gibt irgendwelche Dämonenschnetzeleien oder so. Haben wir hier noch... Oh, hier ist noch irgendwas... Schönes und cooles. Ach ja, und der magische Hahn, mit dem wir noch reden müssen. Rechts von uns und links von uns ist ein Held des Winters. Und eine Zunge der Flamme. Die Prüfung. Was für eine Prüfung? Eine Prüfung für alle Jahreszeiten. Im Wald haben wir vier um eine Feuerschale gruppierte Statuen gefunden. Ach, hier sind mehr? Oh ja, stimmt. Und da müssen wir jetzt rausfinden, was wir tun müssen. Untersuche das Elfengebäude. Das hier ist ein Elfengebäude. Ihr wisst ja schon, was man machen muss, oder? Gary. Getan. Soll ich mit einer da reden? Mach ruhig. The totem is still and silent. Okay. Die anderen vielleicht? Also ich denke mal, wir müssen Repräsentationen der Jahreszeiten, die da opfern in der Feuerschale. Oder sowas der Art. Oder wir müssen die Feuerschale sagen, vielleicht mal anzünden. Es wäre ja langweilig, wenn ich nicht rätseln würde. Nur da ist ein Eichhörnchen, das wird mir sicher was sagen. Mit der Feuerschale? Nee. I see. Wieso wurde ich jetzt rausgeworfen? Weil ich drin mit ihr rede. Aber warum werde ich jetzt rausgeworfen, wenn du mit ihr redest? Ich habe gerade mit ihr geredet. I don't care. Ich weiß, ich bin kein Elf. Deswegen ist der Ort nicht für mich gedacht. Ebenso wenig wie die Prüfung. Also wäre eigentlich Sibyl diejenige, die das hier machen müsste. Oder?
Oder ich müsste mich als Freund der Elfen beweisen. Soll ich hier Körperteile schlagen? Ich beweise mich. Very well. You may face the trial. Was bedeutet die Prüfung? You shall learn all that you need to know. Show patience. Wow. Elves know that nature is a finer weapon than even the sharpest blade. The four seasons have served our people well. Four heroes rest before you, wielders of the seasons. Dreckige Elfen. Pay homage to their skills, solve their riddle, and prove yourself worthy of elven respect. Also, noch viel einfacher. Feuer, Eis, Erde und noch irgendwas? Ja, Luft. That's it? Ja. Das wäre ja lame. Winter shudders with ice and snow. Autumn rumbles. Ja, okay, Blitze wäre jetzt im Herbst, nicht unbedingt direkt nur Luft. Ja. Summer burns, air fiery as a hearth. Spring quenches with bloody rebirth. Der Frühling bringt neues Leben so teuer, finde ich ein bisschen strange, weil ich hätte jetzt einfach Gift drauf geworfen. Das bringt nicht unbedingt Leben. Mit was spreche ich? I am the voice of the fire. My flame bears the will of all elves and lights the way for those who wish to prove their metal. Also, ja, nicht wirklich ein schweres Rätsel. Also wer irgendwann schon mal ein RPG gespielt hat, wird auch so ein Rätsel hier treffen, habe ich das Gefühl. Das ist so der Standard. Ich meine, Feuer ist easy. Das heißt, ich muss den Sommer anzünden, oder was? Wo ist der Sommer? Sommer ist hier der? Der. Muss ich ihn anzünden? Nein, das ist nicht der Sommer da. Der Sommer ist im Norden. Muss ich den Sommer anzünden oder muss die Feuerschale einfach nur mit Feuer voll sitzen? Achso, sorry, die sahen gerade so gleich aus, die zwei. Ich glaube, das sind nicht ganz getroffen. Oh, come on. Ich habe noch eine Peitsche. Ich peitsche ihn einfach. Ich habe ihn gepeitscht, aber es hat ihm nichts gemacht. Und der Frühling ist dann. Wenn du das jetzt machen möchtest, speichere auf jeden Fall vorher nochmal. Ich habe doch schon gespeichert. Habt ihr das nicht gesehen? Ach so, der. Passieren. Ah, der Wind. Ja, wir müssen es in der Reihenfolge wahrscheinlich machen. Das ist, glaube ich, egal. Ja, anscheinend nicht, weil wir haben das Richtige gemacht. Ich habe einen Feuerball auf den einen geworfen und der andere hat Blitze von euch abbekommen. Also der müsste genauso sein. Das muss eine Reihenfolge dahinter stehen. Und nach Winter käme Frühling. Also müssten wir jetzt wahrscheinlich den Frühling nochmal mit irgendwas vollsitschen. Probieren wir es mal. Da oben ist ein Eichhörnchen. Vielleicht hat das was. Ja, mit dem sagen. Konnte ich nicht reden, weil es wegrennt. Achso. Versuch's mal mit Gift bei Frühling. Das macht so gar keinen Sinn. Ungültiges Ziel, sagt er mir. Ich kann Gift vorhin sitzen. Nein, macht keinen Unterschied. Ich habe nur die zwei. Jetzt habe ich nichts. Ich meine, ich könnte den mit Wurmzucken voll sitzen, aber bringt auch nichts. Ich kann ihn nicht anvisieren, ist das Problem. Haben wir irgendwo noch Granaten? Hier, du hast bei Grom dir eine Giftflasche zum Beispiel. Das war entweder falsch oder in der falschen Reihenfolge. Wollen wir nochmal Sommer versuchen? Was hast du bei Winter drauf gemacht für einen Zauber? Eisfächer. Hm. Ich kann. Ah, jetzt habe ich ihn direkt anvisieren können. Das ist ein total beschissener Punkt. Das interessiert immer noch nicht. Okay, schön. I have no idea. Das ist entweder sehr buggy oder wir machen irgendwas falsch. Bin ich nur doof, oder? Er will halt nicht. Muss ich vorher mit ihm reden? The totem looms over you. It's like... Glaub nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwas läuft nicht richtig, hab ich das Gefühl. Ja, ich glaube, das ist der Buggy. Ich glaube, wir hatten auch Probleme damals. Wir hatten richtig Probleme. Aber eigentlich gingen alle gut, außer der Blitz. Ja, außer der Herbst, gell? Der war irgendwie... Ja. Aber er sagt, Reihenfolge ist egal, oder was? Reihenfolge war eigentlich egal, ja. Oh, Unfug, hast du noch so einen Dampfwolkenpfeil? Ich glaube nämlich, das war dann die Lösung. Ich habe einen einzigen.
Was auch blöd ist, weil Dampf macht kein... Oh, wieso machst du den falschen Schaden? Naja, es ging um Gewitter, oder nicht? Ja, eben. Das macht Dampf nicht wirklich Sinn. Ja. Ja, wow. Es hat funktioniert. Ja, das heißt, wir müssen auch was Spezielles dann machen. Dann ist nicht einfach nur Feuer vielleicht das Ding, sondern... I don't know. Beschleunigen, maybe? Ich kann ihn nicht anvisieren mit sowas. Nee. Flammenzungen. Nee, Flammenzungen geht auf mich. Oh, ich könnte den anderen vielleicht verstärken. Nein, ich kann ihn nicht. Ich kann nur aggressive Zauber gegen ihn werfen. Was soll das? Öllache, maybe? Aber habe ich die? Ich könnte versuchen... Oh, versuch's mal mit Öl, ja. Ja, es war ja Öl. Der Felsbrocken macht Öl. Das ist ja genau das Ding. Ich glaube, ich habe den Zauberöllachen nämlich gar nicht drin. Kannst du ja kurz reinnehmen. Ich hätte hier noch die Säuresporen als Schriftrolle, aber... Aber das versaut mir wieder alles. Kontaminierung... Ne, ich habe Öl gar nicht. Das war im ersten Teil wohl nur, dass ich das hatte. Ich hab leider nichts mehr. Ich hätte noch Eis gehabt, aber. Probieren wir es doch mal mit dem Kram. Ich sah gerade so aus, als wäre es funktioniert, aber nö, natürlich nicht. Sorry, Grommel. Sorry, not sorry. Ich kann nicht. Aber auch mit dem Giftfall nicht treffen, das macht überhaupt keinen Sinn. I don't know. Ich weiß nicht, ich habe sonst keine Idee mehr. Eine hungrige Blume könnte ich noch machen. Nee, das ist nur Beschwörung. Das ist ein blödes Rätsel. Also zwei haben wir, ja? Aber es kann doch nicht sein, dass ich da einen besonderen Zauber für brauche. Das ist ja totaler Bullshit. Ich denke, so. Es geht um Wolken. Oder? Das kann natürlich sein. Nee, aber die Giftgranate macht eine Wolke und das hat nicht funktioniert. Ich könnte Ölfläschchen verwenden, vielleicht hilft das. Na, wieso willst du es nicht? Er will kein Ölfläschchen, der Drecksack. Apparently not. You suck. Ich habe eine Feuergranate, die könnte ich auch noch bei einem anderen Typen verwenden. Das war, glaube ich, zu hoch. Das sah aber so aus, als hätte ich ihn getroffen. Also können wir mal die bescheuerten Granaten verwenden. Das hat ihn auf jeden Fall getroffen, ne? Er war markiert. Das ist echt blöd gemacht, I don't like it. Giftflasche vielleicht nochmal. Das hat ihn vollständig umhüllt. Erdbebengranate, Albtraumgranate. Nehmen wir mal Erdbeben. Kein Stück. Ich habe keine Ahnung, was es soll. Versuch vielleicht nochmal mit dem Eichhörnchen da oben zu reden. Ich glaube, es gibt ein paar Hinweise. Ich mache hier mal einen Cut. Wenn es funktioniert hat, dann bringen wir euch wieder rein, weil das ist ja vollkommen egal. Ihr müsst ja das sehen. Nur wenn es fertig ist, dann seht ihr es. Bis gleich. Ja. Sehr schön. Ich bin auch wieder drin. Lass mich aber das bitte zuerst auswählen, wieder das andere. Das Rätsel ist fertig. Ihr habt das Rätsel gelöst und gezeigt, dass ihr die Jahreszeiten versteht. Jetzt müsst ihr noch im Kampf bestehen. Dann sag mir, wann du ready bist. Wir sind wieder in der Aufnahme, by the way. Hallo, Leute. Das war total bescheuert, denn bei dem blöden Frühlingstypen muss man Blutlache erzeugen und bei dem anderen muss man überall Clouds erzeugen. Und in dem Fall eine Feuercloud. Ziemlich beknackt. Ich meine, um genau zu sein, beim Frühling stand ja auch dabei, was mit Leben und Blut hat mit Leben zu tun. Weil man braucht Blut zum Leben.
Habe ja, ich und so gehört. Blut ist ein super Nährboden für Leben, aber das macht trotzdem für mich keinen Sinn. Alles sind Elemente, nur Frühling ist Blut, ist ziemlicher Quark, ganz ehrlich. Das ist ein Bruch im Rätsel, meiner Meinung nach. Und beim Sommer mussten ohne wir eine Feuerwolke verursachen. Kann ich? Machen. Ja. Sibyl auch ready? Oder, ja doch. Ja. Wo ist Grommel eigentlich? Achso, ja, lass mich Grommel noch runter teleportieren, yeah. Sorry. Das wäre nämlich jetzt ziemlich tödlich für uns. Wobei, hat er nicht Phoenix Dive oder sowas? Ach so, ja, warte. Hab schon. Nicht dran gedacht, dass er das hat, sorry. So, jetzt. Jetzt aber. Jetzt gibt's wenigstens ein bisschen Kampf, Leute. Have fun. Go? Ja. Dreckigen Elfen, ganz ehrlich. Feuerimmunität, okay. Natürlich, Sommer. Oh Gott. Ja, two-hitte mich einfach, du dreckiges Stück. Was soll das denn? Die sind zwei Level über uns. What the fuck? Gut, das Rätsel werden wir dann später nochmal machen, Leute. Ich glaube kaum, dass wir diesen Kampf bestehen, aber wir können es ja gerne versuchen. Go, go, go. Ich überlege gerade, was sinnvoller wäre. Will ich ja nicht mich beleben. Also, denke ich zumindest nicht, weil ich bin sofort wieder tot. Es ist ja auch nicht so, als wären das die vier asozialen Penner, die super stark sind, sondern sind nur noch vier kleine dreckige Schweine noch mit dabei. Ja, die Totems sind noch mit dabei. What the hell? Warum sind die Totems mit dabei? Ich glaube, die machen aber nichts. Das ist aber dann komisch, dass die im Kampf sind. War schon beschleunigt, aber danke. Oh, Hotsummer, sorry. Ausweichen ist nice. Der wurde gerade um 150 geheilt. Warum wurde er das? So, was machen wir denn mal? Da hinten stehen zwei zusammen, ne? Einer ist schon beschädigt, und zwar der, der als nächstes dran ist, der des Herbstes. Also wäre gut, wenn du in die Richtung gehst, denke ich. Denn wenn der sogar Yay. Sterben könnte, bevor er dran ist. Ja, das war wenn der man Fall. Ihn dann trifft. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir das nochmal machen müssen. Ich meine, Grommel wird einiges aushalten, wenn sie ihn mal hauen. Wer ist immer der Letzte, der geschlagen wird? Das ist so dreckig, ey. Und luftimmun, denk dran. Und schwebend, das heißt. Ich hab keine Luft. Die schweben alle? Nein, nur der schwebt, okay. Nice. Die Lache. Ja, immerhin etwas. Zweimal verfehlt, das ist doch nicht wahr. Also mit plus 90% Ausweichen hätte ich gern immer. Das wäre gern so mein Dauerzustand. Ich werde es versuchen. Ich kann es halt nicht so oft nutzen. Ich weiß nicht, ob ich ihn provozieren soll. Wie lange hält denn die? Leider nur einmal. Für immer. Runde. Das sieht aber aus, als würde es für immer halten. Das ist ja komisch. Ich denke, mehr auf das sie draufhauen können, wäre schon gut, ne? Let's try that. Zumindest ist der Nahkampfbindung der eine komische Bogenschütze, der muss erstmal weg. Fight as an elf. Strike true. Oh Gott, fight as an elf. Du meinst feige aus der Entfernung? Das ist aber kein Glorious Melee. No. Das sind echt Two-Hits. Ouch. Wir werden echt Two-Hitted hier von denen, das ist ja ekelhaft.
Ich meine, wir haben einen fast down. Wenn wir einen schon mal down bekommen können, wird das viel helfen. Aber wir müssten echt uns wiederbeleben irgendwie. Also, auf jeden Fall auch meinen Charakter wieder. Kannst du dich noch irgendwie mehr heilen? Ein bisschen. Wenn du... musst dich halt so hoch heilen, dass du wieder zwei Schläge aushältst. Au! Der hat Grom dir getwo-hittet. Ich glaub, das bringt nichts mit hochheilen, dass man zwei Schläge... Nicht, wenn die fucking critten. Jetzt ist vorbei, jetzt war's das. Ghostable. Ich glaube, nee, ich greif Sommer lieber an, weil der Herbst, der weicht mir zu viel aus. Das war sehr nice. Ja, Sibyl mit ihren Crits könnte uns retten, aber ich glaube es nicht. Vor allem, weil sie uns nicht wiederbelebt. Oder Winter. Winter lieber, ne? Ja, der ist auch schon relativ weit down. Oh oh, ich werde nicht. And you're dead. Ja, das ist das Problem. Okay, er kann. Ja klar können die angreifen, die können 6 Milliarden Kilometer rennen und dann noch 5 Schläge machen. Das ist so sinnlos. Los, Lose, du schaffst das! Ich glaube nicht! Nun, also ich habe einen Dämon im Kopf. Ich glaube, ich gehe mit dem halt, ich brenne mit dem durch oder so. Ich glaube, ich lade neu. Das hat keinen Sinn. Hey, lass es doch versuchen. Es hat keinen Sinn. Du kannst keinen Damage machen. Nicht genug, um da auch nur einen von denen zu töten. Und selbst wiederbeleben würde nichts bringen, weil wir instant sterben. Das war vorbei, der Kampf. Okay. Und ich habe keinen Bock dafür, noch mehr Zeit zu verschwenden im Part. Da können wir lieber noch was Sinnvolles machen. Wir gehen einfach nochmal dahin, wenn wir ein bisschen stärker sind. Wenn wir Level 13 sind, kriegen wir die locker hin. Aber zwei Level ist in dem Game hier einfach unmöglich. Nicht mit so einer Lad mal den Spielstand, wo ich dir gesagt habe, neu laden, weil da habe ich auch noch meine Pfeile für das. Den wollte ich eigentlich auch laden. Ich dachte nicht, dass er hier einen verkackten Autosave macht. Deswegen habe ich einfach nur einen Quick Load gemacht. Aber das ist halt blöd. Vollkommen out of position, instant der erste Tod. Das ist einfach kein Kampf. Sehe ich nicht, dass wir den so schaffen. Was sehr schade ist, weil ich hätte ihn gern geschafft. Ich freue mich auch, wenn wir die Elfen verprügeln können. Sagst du der Elfenfreund? Ja. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Elfenfreund bin. Ich habe nur gesagt, dass ich meine Freundschaft... Ich habe gesagt, dass ich meine Freundschaft unter Beweis stellen will. Das heißt nicht, dass ich ihr Freund bin. Oh, jetzt noch Lebenholz. Das ist ein Hahn. Ich meine, glaube ich. Ja, mit dem wollte ich auch noch schnell reden, weil dann haben wir wenigstens das noch drin. It is I, the magic cockerel. Wie gut. Ich bin beeindruckt. Wie seid ihr in eure Kräfte gekommen, magischer Hahn? Okay. Wie bitte? Das war nicht böse gemeint. Ha. Möchtest du mehr dazu wissen? Warum passiert nichts, frage ich mich. Möchtest du wissen, was passieren hätte können? Habe ich wieder die Scheißoptionen genommen? Ich hätte ihn mehr anzweifeln sollen, ne? Wieso? Ach, das war der Hahn mit dem kleinen Pieps-Vieh? Oh. Ja. Scheiße. Darf ich ihn killen? Aber er tut doch nichts. I don't care. Into the dark with you. So. Krieg wieder Hasskommentare. Ja, wie der Pieps. Der Zauber, Kiki. Ich bin sehr traurig, dass Pieps gestorben sind. Jetzt musste sein Vater auch sterben. I don't care. Ja, Manu, was wäre denn passiert? Hä? Du
Du bist in einer Explosion gerannt, in eine Falle. Natürlich stirbt da ein kleines Hühnchen. Ich wusste nicht mehr, dass er hinter mir herläuft. Verdammt. Ich hab's ja auch nicht gemerkt. So ein Scheiß. Hier unten ist noch ein Altar. Will jetzt noch jemand von euch da dran? Aber oh, what? Die Versammlung der Rehen. Mit dem leeren berührten Reh. Speichern. Okay. Speichern, so ich glaube, das könnten wir schaffen. Schaffen wir das noch in dem Part? Ach komm, überziehen wir. Dann haben wir wenigstens mal einen Kampf, der passt. So, Tierfreund, geh hin. Four deer stand in formation near a crumbling altar. Three stags, fawn-colored and hearty, gaze cloudy-eyed at a great black skeleton, glowing an eerie green. Now. Beobachten oder unterbrechen? Da werden sie alle Lehrer in der Wacht, ja? Ich meine, wir haben mit dem Altar mit unseren Göttern Kontakt gehabt, die haben vielleicht mit der Lehre Kontakt. Maybe. I don't care, ich beobachte. We rise. Der ist der Beste, ey. Unterbrechen oder weiter kurz zugucken? Wenn du das Ritual weiterlaufen lassen möchtest, dann beobachte. Oh, ihr seid gemein. Wir können dir sagen, was wir gemacht haben. Ich weiß auch nicht, was die andere Variante ist. Wir haben das unterbrochen. Dann beobachte ich. Okay. And we destroy. Warum seid ihr so zerstörerisch, Rehe? Pass auf, jetzt kommt wieder. Ja. Ach, er ist ein ganz normales Reh, okay. The four deer suddenly fall silent, and the void-woken deer turns its head to you, great antlers glowing in the dappled shade. Eat its eyes. Ja, Flügel. What? Oh mein Gott, sind das viele. Haha. Hey! Der wollte ich doch nur essen. Also deine Augen. Mach den weiten Weg zu mir nur, um mich nicht aber zu treffen. Er ist der Einzige mit Rüstung. Das heißt, die anderen sind noch nicht so weit, wirklich. Das ist gut. Schafft ihr den und wir kümmern uns um die anderen? Rommel und ich? Oh mein Gott, sind auch Stufe 14. Oder so, ist noch besser. Warum ist alles Stufe 14 hier? Ich hatte gehofft, weil wir alles andere schon gemacht haben, wäre es nicht ganz so krank. Ich frage mich, wie man das auf höheren Schwierigkeitsgraden machen soll. Wenn die ein Level über einem sind, ist das doch schon der absolut unmögliche Kampf ever. Da kannst du dich auch positionieren und machen, was du willst. Da gibt es ja dann immer wirklich Crowd Control. Außer du hast vier Charaktere in der Gruppe, die alle jemanden zum Hühnchen machen können. Ja gut. Das ist wohl die ultimative Crowd Control, ja. Ja, Hühnerkralle ist so OP, ich liebe es. Geht das auch bei Bossen? Ja. Wow. Solange du die physische Rüstung runtergehauen hast und es nicht explizit sagt, dass es immun dagegen ist. Das ist ja echt assi. Ich meine, du erinnerst dich an die lustige brennende Hexe? Die habt ihr einfach zum Hühnchen gemacht, hast du gesagt, ja. Sie. Das Dumme ist, dass wir ja nicht mehr die Möglichkeit hatten, ihre Rüstung runterzuhauen, weil sie uns instant gekillt hat, also. Aber eventuell könntest du Grommel eben die Hühnerkrallenfähigkeit. Grommel hat Hühnerkralle. Nee, ich habe Hühnerkralle, ich habe die Schriftrollen. Aber ich, ganz ehrlich, das ist mir schon zu cheesy, die Viecher einfach alle in Huhn zu verwandeln und dann wegzukritten, weil es ein Huhn sind. Nee, sie sind ja immer noch, haben immer noch ihre Stärke und ihre Rüstung und so weiter. Sie können halt nur für ein, zwei Runden nichts machen. Ja, aber das ist schon ein, zwei Runden in dem Spiel, hier sind eine Menge. Ja, aber darum geht's ja, die Oberhand zu gewinnen. Das wer ist ja schon wieder wer zuerst zu viel, oder? Quasi den zerzählt. Also, du kannst sie auch einfrieren, anstatt die in Hühner zu verwandeln oder sowas. Eben. Ich finde nichts cheesy, wenn man einfach nur die Spielmechaniken richtig nutzt. Ja, aber ich finde das schon zu OP. Weiß ich nicht.
Könnt ihr ja gerne mal schreiben, Leute, was ihr davon haltet in den Kommentaren. Ich fände es nicht so engaging. Fernsichtlich. Ich finde, es sollte in einem Spiel immer um Spaß gehen und es macht sehr viel Spaß, Leute in Hühner zu verwandeln. Ja. Das könnt ihr ja auch gern so tun. Okay. I'm done. Das arme Reh. Ja. Solora einfach so mitten im Kampfgebiet. Wieso brauche ich 3 Punkte zum Angreifen von dem blöden Vieh? Das ist ja voll dumm. Solora denkt schön. Sich wahrscheinlich gerade, oh, das wäre doch ein besseres Gefährt eigentlich. Ein leeren erwachtes Reh, ich glaube, ja, obwohl der ist ja auch ein Skelett, ne? Eben. Das war interessant, da gab es keine Erdreflexion. Prockt nur, ja gut, das ist nur ein Prozentsatz, nee, das wird ein Prozentsatz reflektiert, das heißt 100% Chance. Komisch. Sehr, sehr cool, ja. Tja, Killstealer. Da darfst du ihn killen. Yay. Und ich hab das andere auch noch killen können. Verdammt, das hab ich nicht gesehen. Das ist meines. Hihihihi. Ich habe 5 Punkte, das ist nice. Du brennst natürlich nicht. Oh, das explodiert sogar, ups. Huch. Yay, hat funktioniert. Immerhin haben wir die noch gekillt, das war schön. Und die bringen nur Zutaten. Naja, es waren ja auch jetzt nur Rehe, die gerade frisch verwandelt wurden. Traurig. Geht der Altar noch? Können wir da noch was machen? Ich glaube schon. The ancient altar, before which the deer crowded, sits stark in the dappled forest light. Man muss die Zutaten nicht Something mit. About it draws you in. It seems so viel to emit a faint, Klatter. Pleasing heat. Okay. Ja, ich habe keinen Bock, dass mein Inventar jetzt wieder 3 Stunden zu sortieren, deswegen ich wollte wenigstens noch den Altar reinbringen, dann machen wir eh einen Cut. Dann hätten wir es immer noch einsammeln können. Ich denke mal, ich knie nieder und bete. Okay, ist wieder das Gleiche. Hurry. Hurry? Huh. Sollten wir die alle finden? Ja. Das ewige Versprechen. Ich habe wieder an einem Altar gebetet. Dieses Mal sprach die Stimme nur in ganz leisem Flüstern. Huh. Interesting, okay. Also müssen wir vielleicht noch mehr Altare finden? Wie viel gibt's? Habt ihr sie gefunden? Wahrscheinlich 4 oder so? Hattet ihr da was? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Sollten wir vielleicht mal Ausschau halten? Kannst du dir gerne nehmen. Geht nicht, Tasche ist zu. Leider haben wir immer noch nicht, sind immer noch nicht über die Brücke gegangen, aber ich denke, das machen wir beim nächsten Mal, ne? Weil viel mehr können wir hier eh nicht machen. Mhm. Da hinten ist nur der Paradieshügel. Gut, in die Richtung wollte ich jetzt noch nicht machen. Wir erstmal das im Norden fertig. Ich gehe jetzt mal mit dem Wegpunkt rüber. Ups, da, ich wollte nicht pingen. Ich wollte Wegpunkt. Welcher ist denn der Wegpunkt da oben? Der Klosterwald, glaube ich. Nope. Definitely not. Ich habe keine Ahnung, wie der. Steingartenfriedhof? Treibholzfelder. Wirklich? Oh Gott, okay, Treibholzfelder. Gut, beim nächsten Mal geht's über die Brücke und dann schauen wir mal, wie wir den Dämonen erledigen können. Hoffentlich kriegen wir das wenigstens hin. Obwohl ich befürchte, dass der auch Level 14 ist. Yay! Möglich. Melli grinst schon so. Also mal schauen, ob wir das hinbekommen beim nächsten Mal. Freut euch drauf. Bis dann bei Divinity Original Sin 2. Tschüss! Ciao!